Herzlich willkommen zu unserer neuen Sendereihe Ehrenamt to go. Wussten Sie, dass es im Landkreis Salzwedel über 90 Vereine gibt? Erstaunlich, nicht wahr? Hochgerechnet könnten das ca. 2.000 bis 3.000 Vereinsmitglieder sein. Sind Sie auch in einem Verein aktiv oder engagieren sich anderweitig ehrenamtlich? In unserer neuen Sendereihe Ehrenamt to go stellen wir Ihnen in loser Folge einige Vereinsmitglieder dar, die über ihr ehrenamtliches Engagement berichten. Was treibt Sie an? Wie motivieren Sie andere zu mitmachen? Und erfährt Ihre Arbeit genügend Anerkennung? Diese und weitere Fragen werden wir den Ehrenamtlichen stellen und wir hoffen, es wird interessant für Sie. Viel Spaß! Hallo Herr Stiller, herzlich willkommen im offenen Kanal Salzwedel. Ja, hallo. Herr Stiller, Halb Salzwedel kennt Sie nicht nur wegen Ihrer imposanten Erscheinung, sondern auch als Vorsitzender des SV Eintracht Salzwedel. Wie lange sind Sie denn selbst schon Mitglied im Verein und wie lange üben Sie das Amt des Vorsitzenden schon aus? Also Mitglied im Sportverein bin ich seit 1998. Der Liebe wegen bin ich nämlich wieder nach Salzwedel oder in meine Heimat zurückgekehrt. Und im Ehrenamt als Vorsitzender war ich schon einmal vor der jetzigen Amtsperiode. Ich war schon mal von 2007 bis 2011 Vorsitzender des Vereins. Und bin jetzt wieder seit letztem Jahr, seit Sommer letzten Jahres, Juni, ich glaube 10. Juni letzten Jahres, bin ich jetzt wieder Vorsitzender. Zunächst erst einmal für 2 Jahre. Der Plan ist aber ein kleines bisschen länger ausgeschmückt. Ja, das ist schön. Kontinuität ist ja wichtig. Auf jeden Fall. Das merkt man auch gerade in den Vorstandsämtern. 2007, als ich das Amt übernommen habe, war sehr viel zu tun, aus verschiedenen Gründen. Und jetzt, als ich im letzten Jahr das Amt wieder übernommen habe mit Bernd Dammer zusammen, war auch wieder sehr viel zu tun. Immer an dem Maßstab gemessen, wie ich es mal 2011 hinterlassen habe. Und das war auch gut, dass ich schon mal Erfahrung in dem Posten hatte und sammeln konnte. Denn was da alles seit letztem Jahr bis zum heutigen Tag gemeinsam mit den Ehrenamtlichen angepackt wurde, war dringend notwendig. Und es ist uns auch bis jetzt nur gelungen, aufgrund vorheriger Erfahrung. In unserem neuen Gesprächsformat geht es ja auch hauptsächlich ums Ehrenamt. Was meinen Sie, Herr Stiller, sind denn Vereine und ehrenamtliche Arbeit noch zeitgemäß? Mehr denn je. Ja, wo soll man da anfangen? Also der Staat zieht sich aus vielen Dingen gesellschaftlicher Natur immer mehr zurück, aus welchen Gründen auch immer. Und deswegen ist es wichtig, dass das Ehrenamt im Besonderen, wenn man so will, für die Zukunft noch stärker aufgestellt werden kann. Nur das bringt natürlich viele Schwierigkeiten mit sich, denn heute freiwillige Ehrenamtliche zu finden, die sich, ja, wie der Name ja schon sagt, sich ehrenamtlich engagieren in ihrer Freizeit. Das ist wirklich die Herausforderung für die Zukunft. Und wofür werden Vereine noch gebraucht heute? Ja, das ist vielschichtig. Zum einen, ich bin ja nun in einem Sportverein, um sich sportlich zu betätigen, für die Gesundheit, für das Wohlbefinden. Ich sage immer so schön, Bewegung ist Leben. Und natürlich auch gesellschaftlicher Natur ganz wichtig. Wir vermitteln gerade unseren Kindern und Jugendlichen im Verein Werte und Normen fürs Leben. Das geht mit ganz banalen Dingen los, wie zum Beispiel Hallo, guten Tag, danke, bitte, hast du gut gemacht, toll, war klasse. Oder eben auch motivierend, Mensch, jetzt lauf doch mal ein bisschen schneller. Oder nimm mal, deck mal den Mann oder mach dies oder jenes. Von daher ist das Ehrenamt in der heutigen Zeit und Vereine im Besonderen ganz, ganz wichtig. Denn auch das Thema Demokratie wird im Verein vermittelt. Wir haben in unserem Verein viele Mitglieder aus verschiedenen Herkunftsländern. Also Integration ist bei uns Alltag. Und das klappt im Sport sehr, sehr gut, weil es eben auf spielerische Art und Weise erfolgt. Und auch wenn es hier und da sprachliche Probleme geben sollte, kriegt man das im Sport durch Handbewegungen, durch Gestik
Mimik kriegt man das sehr gut ausgeglichen und man erlernt die neue Sprache dann eben spielerisch auf andere, angenehme Art und Weise. Mir fallen noch die Stichworte Geselligkeit ein, Identitätsstiftung, gerade im ländlichen Raum. Das ist auch wichtig. Da kann man auch eigentlich nicht zu viel machen. Nur hier sind auch wieder Ehrenamtliche für erforderlich, die eben das dann auf ihren Tisch ziehen und dann auch organisieren und bewegen. Da haben wir einige Formate in unserem Verein entwickelt, wie zum Beispiel das Osterfeuer, was wir jährlich auf der Flora durchführen, was auch immer mehr Zuspruch erfährt, nicht nur durch Vereinsmitglieder, sondern auch durch Einwohner aus der Hansestadt und auch aus der Umgebung. Und was wir jetzt im letzten Jahr begonnen haben und in diesem Jahr fortsetzen werden, ist das Weihnachtssingen. Das ist wirklich eine ganz tolle Geschichte. Das geht immer am Nachmittag los. In diesem Jahr hat sich der Weihnachtsmann auch schon wieder angekündigt. Der bringt Geschenke für die Kinder und Jugendlichen mit. Und wenn wir zum Weihnachtssingen einladen, dann werden wir natürlich auch Weihnachtslieder singen. So ähnlich wie das Massensingen? Ganz genau. Und das haben wir im letzten Jahr begonnen mit O Tannebaum. Und in diesem Jahr wollen wir das ein bisschen ausbauen. Vielleicht 3 bis maximal 5 Weihnachtsliedern. Und da sind wir jetzt schon dabei, die Liederwünsche einzusammeln, um die dann gemeinsam am Feuer, wir haben Feuerschalen, die dann auch angezündet werden und dann eben die weihnachtliche Stimmung mit den Liedern dann eben auch hochhalten können. Ja, tolle Idee. Sehr schön. Ja, nicht ganz so schön ist, dass die ehrenamtliche Arbeit natürlich nicht bezahlt wird, meistens jedenfalls nicht. Mal kleine Aufwandsentschädigung ist oftmals drin, aber wie gesagt, meistens nicht. Und nicht selten nimmt das Ehrenamt Ausmaße eines Zweitjobs an. Wie motivieren Sie sich selbst und Ihre ehrenamtlichen Helfer im Verein? Ja, das ist ein Riesenfeld. Das kann man auch gar nicht in 1, 2 Sätzen beantworten. Ich will vielleicht erstmal mit meiner Person anfangen. Es bedarf schon einer sehr hohen intrinsischen Motivation. Bei mir kommt noch eigentlich so ein bisschen abwegig dazu. Die meisten, die sich ehrenamtlich engagieren, engagieren sich, weil vielleicht auch Kinder in dem Verein Mitglied sind, beschäftigt werden müssen, betreut werden müssen. Ich habe auch 2 Kinder, mittlerweile erwachsene Töchter. Und die sind nicht in meinem Verein tätig, sodass das ein bisschen aus der Art schlägt. Aber ich habe eben in meiner Erziehung durch meine Eltern eben schon sehr früh erfahren, dass man nicht immer nur nehmen kann, sondern man muss Dinge auch wieder zurückgeben. Und ich selber bin Sportler seit meinem 5. Lebensjahr, habe bis Mitte 20 selber aktiv Fußball gespielt und bin dann, ja, man kann fast sagen, nahtlos in das Ehrenamt gewechselt, weil ich eben sage, ich habe ja auch durch Ehrenamtliche meinen Freizeitsport ausüben können. Und das war für mich so ein selbstverständlicher Anspruch, dass ich gesagt habe, jetzt möchte ich auch ein Stück weit zurückgeben und möchte mich dann auch ehrenamtlich engagieren, damit eben auch viele Menschen weiterhin ihren Freizeitsport ausüben können. Und wenn ich jetzt mal auf die Mitstreiter schaue, gibt es natürlich unterschiedliche Beweggründe, um sich ehrenamtlich zu engagieren. Einen hatte ich schon genannt, nämlich die eigenen Kinder. Dann ist es klar, dass die Elternteile hier und da eben auch selber sich ehrenamtlich engagieren, um eben ihren Kindern ihren Freizeitspaß zu ermöglichen. Aber es gibt eben auch solche Exemplare wie mich, die eben einfach sagen, ich komme aus einer aktiven Freizeitbetätigung. Es muss ja nicht immer nur Sport sein, es kann ja auch Kultur, können andere Dinge sein. Und ich möchte einfach jetzt was zurückgeben. Was ich erfahren habe, möchte ich anderen weitergeben. Und das ist dann eben auch von vielen die Motivation, um zu sagen, ich betätige mich in meiner Freizeit ehrenamtlich. Ich hatte mir noch notiert, zum Beispiel das Gefühl, gebraucht zu werden, ja, helfen zu wollen. Natürlich, Vorbild zu sein. Solche Dinge spielen natürlich auch eine Rolle. Dass man eben nicht vereinsamt, das ist ja leider in unserer Gesellschaft auch ein Thema, was leider zunimmt. Und das kann man eben damit sehr gut begegnen,
Wenn man sich eben ehrenamtlich betätigt, dann ist man meistens in Gesellschaft, kann auch mal seine Sorgen und Nöte auch mal loswerden oder man macht den anderen Part und hört einfach mal zu, was der andere so zu sagen hat. Kann auch Tipps fürs Leben mal mitgeben, wenn das gewünscht ist. Und natürlich kann man auch zusammen viel Spaß miteinander haben. Jo. Und die Wertschätzung findet ja dann doch auch statt, wie wir gerade gestern in der Zeitung lesen konnten. Da wurden 14 Ehrenamtliche Tätige von Frau Dr. Zishang im Magdeburger Landtag geehrt. So geht es auch. Aber es gibt halt auch das andere Beispiel. Wollen Sie mal berichten? Insgesamt habe ich so aus meiner ehrenamtlichen Tätigkeit mitgenommen und ich versuche da auch selber drauf zu achten. Es gelingt mir auch nicht immer, weil der Alltag einen manchmal übermannt. Aber gerade die kleinen Dinge der Danksagung im Ehrenamt haben eine große Wirkung. Und als ich vor einigen Tagen, das muss jetzt gut 8 bis 10 Tage her sein, hatte ich in einer örtlichen Zeitung gelesen, dass im Landtag von Sachsen-Anhalt wohl entschieden wurde, dass man eben für andere Ehrenamtliche eine Ehrenamtsveranstaltung als Würdigung in diesem Jahr ausfallen lässt oder nicht stattfinden lässt, weil man wohl, so stand es in der Zeitung, keine 97 Ehrenamtliche in Sachsen-Anhalt gefunden hat. Und da ich weiß, dass unser Verein schon allein über 100 Ehrenamtliche hat, kann es also an der Anzahl der Ehrenamtlichen nicht gelegen haben. Und das ist natürlich sehr schade, weil das nimmt man natürlich in der Bevölkerung wahr und wahrscheinlich eher negativ, sodass man eher sagt, ach, ein Ehrenamt mache ich lieber nicht. Wird ja doch nicht so gewürdigt, wie das immer so viele behaupten. Und das finde ich persönlich sehr schade, wenn das so sein sollte. Wir möchten natürlich mit unserer Sendung genau das Gegenteil bewirken. Wir möchten Menschen motivieren, sich ehrenamtlich in einem Verein zu engagieren. Finde ich ganz toll. Kann ich auch nur an alle Vereine hier in der Umgebung appellieren. Nutzt die Chance, wenn ihr die Chance bekommen solltet. Denn da können wir nicht genug Werbung für machen, denn das ist eine richtig gute Sache. Da vielleicht noch mal so ein kleiner Wunsch von mir. Es ist ja gerade im Ehrenamt schwierig, dann auch die Ehrenamtlichen in irgendeiner Form auch mal mit Geld zu honorieren. Und ich sehe das immer so, die Ehrenamtlichen geben jetzt ja, wenn man so will, was der Gesellschaft, stellen ihre ehrenamtliche Tätigkeit zur Verfügung. Und das wäre mal so ein Vorschlag von mir an die Politik. Vielleicht ist es ja möglich, dass man zukünftig für ein geleistetes Ehrenamtsjahr vielleicht einen Rentenpunkt erhält, weil so könnte die Gesellschaft dem Ehrenamt auch wieder etwas zurückgeben. Inwieweit das dann finanzierbar und darstellbar ist, das muss man dann natürlich mal schauen. Aber ich finde die Idee, muss ich ganz ehrlich sagen, gar nicht schlecht. Ja, mal sehen, ob die Politiker diese Sendung schauen. Ja, ich würde mich freuen. Ja. Trifft denn das alles, worüber wir jetzt gesprochen haben, auch auf junge Menschen zu? Kann man die auch so ranziehen ans Ehrenamt und halten? Also ich würde mal das so einschätzen, wer selber im jugendlichen Alter sich in einem Verein engagiert, entweder passiv oder eben aktiv, ist dafür eher offen als ein Kind oder ein Jugendlicher, der solche ehrenamtlichen Tätigkeiten gar nicht kennt, weil er die Vereinsstruktur nicht kennt. Kann man denn auch junge Menschen fürs Ehrenamt gewinnen und halten? Das kann man. Aus meiner Erfahrung, hier ist es jedoch aus meiner Sicht entscheidend, dass diese jungen Menschen schon mal irgendwie über eine Vereinsaktivität mit dem Ehrenamt in Kontakt gekommen sind. Und dann weiß ich das zum Beispiel auch, als meine Kinder mal, als sie noch kleiner waren, bei einem Verein hier vor Ort, bei der WSG Jenny, waren sie beim Turnen. Und da habe ich zum Beispiel auch selber sehen können, dass eben Schüler aus der 11. und 12. Klasse eben dann schon den jüngeren Kindern
fünf, sechs oder sieben dann auf spielerische Art und Weise eben auch dann bei der Ausübung ihrer Freizeittätigkeit geholfen haben. Und ich weiß auch, dass hier und da dann öfter einige von diesen ja schon erwachsenen Jugendlichen dann auch dieses Ehrenamt dann angenommen haben und auch über die Schulzeit hinaus fortgesetzt haben. Das passiert, wie gesagt, eher auf spielerische Art und Weise, dass sich jetzt mal jemand bei mir meldet, beim Verein und sagt, ich bin 15 Jahre alt und ich möchte eine ehrenamtliche Tätigkeit haben. Das ist Wunschdenken. Das habe ich so noch nicht erfahren können. Ja, aber viele junge Leute gehen ja nach der Schule, verlassen die Stadt, gehen in andere Orte, studieren, machen eine Ausbildung. Aber wenn sie dann schon mal die Erfahrung gemacht haben in einem Verein, ja, dann kann man ja auch hoffen, dass sie sich dann in einem anderen Ort in einem Verein engagieren und der ehrenamtlichen Tätigkeit vielleicht doch treu bleiben. Das kann ich wiederum bestätigen, das ist so. Das ist auch ein Thema hier in der Altmark, weil gerade viele Schüler, die dann die Schule hier verlassen, eben leider nicht in der Altmark bleiben, aus welchen Gründen auch immer. Und das hat natürlich auch eine Auswirkung auf das Ehrenamt. Aber ich kann da sehr wohl bestätigen, dass ich von vielen weiß, die auch bei uns bis zur A-Jugend beispielsweise Fußball gespielt haben und dann anderswo studieren, dass die dann entweder dort im Verein geblieben sind, wo sie eben studiert haben, oder eben auch dann dort perspektivisch nach dem Studium oder nach der Ausbildung dann eben auch ehrenamtliche Tätigkeiten dann in dem Verein übernommen haben. Was für uns sehr schade ist, weil diese Ehrenamtlichen könnten wir hier natürlich sehr gut gebrauchen. Ja, aber Sie bleiben Fan. Richtig, genau. Das ist so. Kommen wir zurück zu Ihnen, Herr Stiller. Was machen Sie als Vorsitzender eines Sportvereins? Ja, wenn ich das jetzt alles aufzählen würde, würde das, glaube ich, den zeitlichen Rahmen sprengen. Der berühmte Zweitjob, ja? Ja, also es ist tatsächlich so, man kann da nie genug machen. Also es wäre jetzt ohne groß Arbeit zu suchen, weitere 40 Stunden in der Woche möglich. Das kriege ich aber familiär nicht hin, das ist auch gut so. Da bekomme ich dann hier und da auch mal von meiner Frau die sprichwörtlich rote Karte. Aber es ist natürlich sehr vielschichtig. Ich versuche in unseren Abteilungen, wir haben 7 Abteilungen, dort über die jeweiligen Abteilungsleiter den Kontakt zu halten, regelmäßig. Wo gibt es Probleme, was müssen wir miteinander besprechen, abstimmen, was gibt es an Regularien, die fristgerecht abzugeben sind bei den einzelnen Verbänden. Vorstandssitzungen sind durchzuführen, zu planen, nachzubereiten. Mitgliederversammlungen sind in meinem Aufgabenbereich. Jeglicher Schriftverkehr, den der Verein hat, der muss natürlich bearbeitet werden, auch fristgerecht. Förderanträge müssen gestellt werden. Ganz viele Nachweise müssen gestellt werden. Das ist übrigens auch ein Wunsch, den ich mal gerne mitteilen möchte. Es wird ja immer viel von Bürokratieabbau gesprochen. Und meine Wahrnehmung ist, es wird darüber gesprochen, aber leider nichts getan. Es wird immer mehr. Und das ist auch ein Grund, weshalb im Ehrenamt eher eine rückläufige Tendenz aus meiner Sicht erkennbar ist, weil eben viele in ihrem Beruf ohnehin auch mit diesem Thema schon genug zu tun haben. Und der eine oder andere eben sagt, in meiner Freizeit muss ich mir den Bürokratismus nicht auch noch antun. Und von daher, das wäre nochmal so ein Wunsch, das könnte auch dazu beitragen, dass vielleicht der eine oder andere sagt, Mensch, wenn sich das stark verbessert und weniger Bürokratismus ist und man sich mehr um das Ehrenamt kümmern kann, ich glaube, dann würde auch die Ehrenamtsquote steigen können. Ja, und dann brauchen Sie noch einen ehrenamtlichen Helfer für die ganzen Formulare. Ja, also es ist tatsächlich so, wir könnten ohne weiteres einen gering Beschäftigten, sage ich mal, einstellen. Es wäre also genug Arbeit da, nur es scheitert dann wie so oft zwischen Daumen und Zeigefinger, denn das kostet ja auch Geld. Und wir liegen mit unseren Beiträgen im Mittel in der Altmark, wir sind nicht die teuersten, auch nicht die preiswertesten. Wir sind da in einer guten Mitte. Aber das rechtfertigt eben noch lange nicht, dass wir die Gelder hätten, um eben eine solche Person zur Unterstützung, letzten Endes aller, davon profitieren ja alle Abteilungen und auch alle Mitglieder, um solch eine Person einzustellen.
Was machen denn Ihre Mitstreiter in den verschiedenen Sparten? Die unterstützen mich ganz doll, indem sie eben ihre Abteilungen weitestgehend autark eigenständig führen. Das ist auch gut so, weil das könnte ich mit meinem Vorstandskollegen gar nicht leisten. Und die organisieren dann eben das, was wir für den Gesamtverein organisieren, eben in ihren Spartenabteilungen. Da sind Trainingszeiten zu beantragen, Trainingszeiten durchzuführen. Da sind Betreuer, Übungsleiter entsprechend einzutakten, dass die dann genau wissen, wer trainiert welche Mannschaft. Da sind Punktspiele vorzubereiten. Die sind dann auch durchzuführen, zu planen. Das sind Schiedsrichter anzufragen, die dann auch entsprechend zu betreuen. Die müssen ja auch irgendwo wissen, wo müssen sie hin, was haben sie wie zu tun. Und auch Mitgliedsverwaltung wird eben auch zum Teil in den Abteilungen mitgeleistet. Wenn es neue Mitglieder gibt, dann wird das an den Vorstand weitergegeben. Oder wenn es dort Änderungen gibt oder eben auch mal Vereinsaustritte, das sind dann so Dinge, die eben dort auch mit anfallen können. Ja, was wünschen Sie sich denn persönlich für die Zukunft Ihres Vereins? Ja, also wenn ich die Mitgliederzahl sehe, dann ist mir eigentlich nicht bange. Wir haben einen wahnsinnig großen Zuwachs. Wir haben also im letzten anderthalb Jahr, kann man sagen, ungefähr 150 neue Mitglieder gewinnen können. Wie viele sind jetzt insgesamt? Wir haben jetzt insgesamt 780 Mitglieder und davon sind 406 Kinder und Jugendliche, also kleiner 18. Das heißt also, wir haben mehr Kinder und Jugendliche in unserem Verein als Erwachsene. Das ist, denke ich, eine tolle Investition in die Zukunft. Nur ich weiß, ohne Betreuer und Ehrenamtliche wird man ja diese Kinder und Jugendlichen ja auch nicht beschäftigen können. Und von daher würde ich mir wünschen, dass noch viel, viel mehr, vielleicht auch so wie ich, nicht der eigenen Kinder wegen, sondern der Sache wegen, für sich entscheiden, Mensch, ich versuche vielleicht auch 5 oder 6 Stunden in der Woche mich ehrenamtlich einzubringen. Und da trifft dann auch das Sprichwort zu, viele Hände, schnelles Ende. Je mehr wir davon hätten, umso besser wäre es für alle. Und das wäre so einer der größten Wünsche für den Verein, dass wir dort immer genügend ehrenamtlich an unserer Seite haben, die das Ganze am Laufen halten. Ich hoffe, Ihr Wunsch geht in Erfüllung. Ich wünsche Ihnen alle und Ihrem Verein alles Gute und bedanke mich für dieses sehr aufschlussreiche Gespräch. Ja, jetzt haben Sie mich ganz viel gefragt. Ich hoffe, ich habe auch gute Antworten geben können. Jetzt würde mich aber mal interessieren, welche Wünsche hat denn die Vorsitzende des offenen Kanals Salzwedel für die Zukunft? Ja, lieber Herr Stiller und liebe Zuschauer, ich habe einen Wunsch. Bitte nutzen Sie die Möglichkeiten des offenen Kanals, wenn Sie Ihr Ehrenamt oder Ihren Verein vorstellen möchten. Wir helfen Ihnen. Dankeschön.